Reich werden wir, wenn wir Probleme anderer Menschen lösen. Hallo, ich bin Bodo Schäfer, Money Coach und Gründer des VIP 7-Jahres-Clubs. Mit diesem Kurs kannst du, wenn du dabei bist, in 7 Jahren deine finanzielle Freiheit erreichen. Lass uns heute über einen wichtigen Unterschied sprechen zwischen Mittelschicht, so Durchschnitt, und Spitzenklasse. Menschen der Mittelschicht sagen, es geht um Status. Reiche wissen, es geht um Freiheit. Das wirkt jetzt einmal nicht besonders dramatisch und vielleicht fragst du auch, Bodo, stimmt das eigentlich, was du da sagst? Aber es ist ein wirklich wichtiger Unterschied. Denn Status ist für die meisten Menschen in ihrer Vorstellung etwas, womit sie angeben können. So dickes Auto, großes Haus, klasse Urlaub, super coole Klamotten. Hey, guck mal, was ich alles kann, Alter. Und das ist nicht besonders schlau. Reiche wissen, es geht in Wahrheit darum, mehr Wahlmöglichkeiten zu haben, wählen zu können. Wahlmöglichkeiten bedeutet, frei zu sein. Und vielleicht sagst du jetzt, das kann doch nicht wirklich sein. Guck doch mal, was für coole Autos die Reichen fahren und in was für geilen Häusern die wohnen und was für coole, super coole, neueste Klamotten die haben. Weißt du, ich kenne viele Reiche. Und du hast recht, es gibt solche Leute. Aber die meisten geben viel weniger Geld aus für diese Sachen, als du dir das vorstellen kannst. Und weißt du warum? Weil es den meisten Reichen einfach nicht wichtig ist. Was ihnen wirklich wichtig ist, ist, Wahlmöglichkeiten zu haben. Von einem bin ich fest überzeugt, und das ist auch so ein Glaubenssatz der Reichen. Du kannst niemals wirklich frei sein ohne einen bestimmten Wohlstand. Du hast auch niemals eine bestimmte Würde ohne einen bestimmten Wohlstand. Ich sage dir, wie ich die Welt sehe. Arme und die Mittelschicht sind in der Regel von ihren Arbeitgebern kontrolliert und von der Regierung kontrolliert. Es gibt unzählige Menschen und Gesetze, die ihnen dann diktieren, jetzt musst du das tun, jetzt musst du das tun und das kannst du nicht tun und das kannst du nicht tun. Und der Grund ist, sie haben einfach nicht genug Geld, um eine wahre, freie Entscheidung zu treffen. Das müssen wir jetzt auch gar nicht romantisieren. Wenn du kämpfst, um irgendwie so durch den Monat zu kommen, dann ist es wirklich schwer, von echter Freiheit zu sprechen. Denn dann hast du in der Regel auch gar nicht die Energie, um Probleme für andere zu lösen. Du musst dann einfach deine eigenen Probleme lösen. Damit hast du genug zu tun. Und das macht ja bekanntlich reich. Reich werden wir, wenn wir Probleme anderer Menschen lösen, die uns dann dafür bezahlen. Und dafür brauchen wir immer wieder neue Ideen. Wer aber den ganzen Tag hart arbeiten muss, um irgendwie durch den Monat zu kommen, der schaut eben nicht nach dem Problem von anderen. Und er hat auch keine Ideen, wie er diese Probleme lösen kann. Der hat gar nicht die Muße, um darüber nachzudenken. Und er wird auch nicht die Zeit aufbringen, um jeden Tag 1 bis 2 Stunden zu lernen. Es gibt immer Ausnahmen. Es gibt immer Menschen wie du und ich, die hatten diese Maloche oder haben sie und haben dann trotzdem gesagt, ich lerne die 1-2 Stunden jeden Tag. Ich will da raus. Und wenn du zu den Menschen gehörst, die solche Videos schauen wie das hier, dann kann ich dir nur meinen Glückwunsch aussprechen. Und ich sage dir, ich bin stolz auf dich. Ich glaube an dich. Das wird den Unterschied ausmachen. Eine ältere Frau, die ich gut kenne, die musste vor kurzem operiert werden. Sie hatte sich den Rücken gebrochen. Du kannst dir nicht vorstellen, wie diese Frau behandelt wurde. Sie kam ins Krankenhaus und musste dort erstmal aufgenommen werden. So ist das ja im Krankenhaus. Und alleine bis man die aufgenommen hat, die hatte wahnsinnige Schmerzen. Die konnte nicht sitzen, nicht stehen, liegen durfte sie nicht, weil sie kein Bett hatte. Musste sie stundenlang in irgendeinem Wartezimmer hocken. Die bekam nichts zu essen, nichts zu trinken und hatte, wie gesagt, unerträgliche Schmerzen. Und dann kam irgendein Arzt und sagt, ich habe mir gerade mal das Röntgenbild angeguckt. Wir können Sie jetzt gar nicht erst aufnehmen. Wir müssen Sie sofort operieren, sonst können Sie nie mehr laufen, sich vielleicht gar nicht mehr bewegen. Da wurde sie auch nicht groß aufgeklärt, was das so mit der Operation auf sich hat und so. Die wurde einfach sofort operiert. Unter den Schmerzen hat sie einfach Ja gesagt. Hat sich einfach nicht getraut zu widersprechen.
Und dann hat man sie nach der Operation zusammengetackert auf dem Rücken. Die hatte 66 solche Metalltacker im Rücken. Und dann bekam sie die ganzen nächsten Tage ein schreckliches Essen, wurde zugedröhnt mit Morphium wegen der Schmerzen. Und dann haben sich, weil sie es gar nicht merkte, die Wunden in ihrem Rücken entzündet, weil man sie nicht gewendet hat. Wenn du die ganze Zeit auf dem Rücken liegst und hast da so den ganzen Rücken offen, der dann zusammengetackert wird, dann entzündet sich das eben. So, und jetzt überlegen wir mal, damit du verstehst, dass mir das so ein Anliegen ist, dass du die Seiten wechselst, dass du weggehst vom Sicherheitsdenken hin zum Freiheitsdenken. Wie wäre das bei einem Reichen gelaufen? Der hätte sich an einen der besten Ärzte wenden können. Den hätte man zunächst mal in ein Bett gelegt, erstmal ein Schmerzmittel gegeben und dann hätte man ihn später in aller Ruhe aufgenommen. Er hätte mit den besten Ärzten über seine Situation sprechen können, er wäre aufgeklärt worden und natürlich wäre das auch keine Garantie gewesen. Auch da wird Murks gemacht, machen wir uns nichts vor, wir leben hier nicht in der idealen Welt, aber er wäre insgesamt viel, viel besser behandelt worden. Warum erzähle ich dir das? Weil es mich wütend macht. Weil ich diese Ungerechtigkeit nicht ertragen kann. Das geht mir buchstäblich so gegen den Strich, da muss ich auf die Palme. Und deswegen ist es der Sinn meines Lebens, Menschen zu helfen, dass sie zu einem vernünftigen Grad an Wohlstand kommen. Und dafür musst du verstehen, dass das so wichtig ist. Denn noch einmal, ohne ein bestimmtes Geld hast du keine wahre Freiheit. Und du hast kein würdevolles Leben. Was ich dir sagen will ist, wenn dich Ungerechtigkeiten wütend machen, dann nutze deine Wut, aber geh nicht demonstrieren, motz nicht gegen das System, sondern ändere etwas in deinem Leben. Du kannst das System wahrscheinlich nicht verändern, aber du kannst dein Leben verändern. Und das ist ganz wichtig zu verstehen. So viele Menschen lassen sich durch ihre Wut lähmen oder lenken sie in Bereiche, wo sie nichts ausrichten können. Du musst wissen, hinter der Wut steckt fast immer Angst. Angst, dass dir das auch passieren kann. Angst, dass du bestimmte Dinge nicht ändern kannst. Angst, was das alles mit dir macht. Es ist unfassbar wichtig, dass du die Wut kanalisierst. Dass du die Wut in eine Bahn bringst, die dich voranbringt, die dir Antrieb gibt. Lass nicht zu, dass die Wut dich lähmt. Sondern mach es so, dass diese Wut dich antreibt. Antreibt, den Weg in die Freiheit zu gehen. Die meisten Menschen sind einfach frustriert, frustriert und wütend. Und im Ergebnis tun sie nichts. Sie glauben, dass es schon edel sei, sich aufzuregen. Sie empören sich. Empörung ist Schwachsinn. Zumindest dann, wenn es bei der Empörung bleibt. Hör auf, mentale Energie zu verschwenden. Das tust du jedes Mal, wenn du dich empörst und anschließend nichts tust. Nutze deine Wut, um reich zu werden. Denn nur wenn du reich oder mindestens wohlhabend bist, hast du ein wirklich freies und würdevolles Leben. Und lass dir nicht irgendwas anderes einreden, es stimmt nicht. Guck dich um, du wirst sehen, es stimmt, was ich sage. Denn nur dann kannst du wirklich etwas verändern in deinem Leben, im Leben der Menschen, die du liebst und vielleicht auch in einem etwas größeren Kreis.